Hochspannung beim Finale einer besonderen Lehrveranstaltung am Hasso-Plattner-Institut. Cops and Robbers macht IT-Sicherheit hautnah erlebbar und lässt dafür einige HPI-Studenten in die Rolle der Angreifer eines virtuellen Netzwerks schlüpfen. Schon gut 4 Stunden bahnen sich die Eindringlinge ihren Weg durchs speziell fürs Rollenspiel angelegte Netz, systematisch auf der Suche nach der einen entscheidenden Sicherheitslücke. Im wahrsten Sinne auf der anderen Seite die Verteidiger und damit die Besitzer des Netzwerks. Jeden Schritt durch ihr System beobachten sie genau. Die Angreifer haben jetzt schon ein paar von unseren Hürden überwunden, aber wir haben noch ein paar Überraschungen für sie parat und wir sind recht zuversichtlich, dass sie es heute nicht mehr schaffen. Doch wird die verbleibende halbe Stunde den Angreifern tatsächlich nicht genügen, um die Schwachstelle zu erreichen? Noch wird mit reichlich Ehrgeiz gekämpft. Schließlich haben alle Teilnehmer bis zu diesem Tag bereits einige Wochen Arbeit investiert. Einmal pro Semester startet das HPI sein digitales Räuber- und Gendarmseminar. In mehreren Durchläufen wird jeder hier mal zum Angreifer, mal zum Verteidiger eines virtuellen Netzwerks. Nach genauen Vorgaben muss dieses in jeder Runde von den Verteidigern neu erstellt werden. Und auch wenn alle wissen, dass es nur ein Spiel ist, so herrscht doch höchste Geheimhaltungsstufe. Zu den Angreifer wechseln kann ich es ja auch sagen. Wir müssen eine verwundbare WordPress-Version, das ist ein Blog, installieren. Wenn die Angreifer die finden, können sie relativ leicht ausnutzen und den Server dahinter übernehmen und an die Daten kommen. Das heißt, wir müssen dieses WordPress so ein bisschen im Netzwerk verstecken. Knapp 4 Wochen stehen den Verteidigern nun zur Verfügung. In dieser Zeit soll die Software, die die Sicherheitslücke enthält, zum Teil eines komplexen Netzwerks werden. Im echten Leben ist es natürlich so, dass Angreifer nicht sofort wissen, welche Stellen des Netzwerks sie angreifen müssen, sondern sie müssen erst erkunden, welche Dienste gibt es da, welche Rechner sind in diesem Netzwerk. Und wir drehen diesen ganzen Prozess um. Ausgehend von einer bekannten Schwachstelle bauen wir ein Szenario, das die Angreifer erkunden müssen, um ihren Weg bis zu der Schwachstelle erstmal zu finden. Und diesen Weg wollen die 4 IT-Cracks ihren Gegnern keinesfalls zu einfach machen. Zahlreiche Ablenkungsmanöver werden daher ins Netzwerk programmiert. Ich baue gerade eine weitere Hürde ein. Die Idee ist, dass die Angreifer nur dann weiterkommen, wenn sie einen bestimmten Browser, wie zum Beispiel Google Chrome, nutzen und das erst herausfinden müssen. Um tatsächlich wirkungsvolle Barrieren aufzubauen, müssen die Verteidiger die Gedankenwelt ihrer Gegner möglichst genau verstehen. Ein Perspektivwechsel mit hohem Lernfaktor. Ja, wenn ich verantwortlich bin für den Schutz eines Systems, dann muss ich mich auch in die Lage versetzen können, derjenigen, die dieses System angreifen wollen, die da eindringen wollen, die Daten stehlen wollen oder Systeme zu einer Fehlfunktion verleiten. Erst wenn ich das verstehe, mit welchen Mitteln die Angreifer das tun, dann bin ich in der Lage, über Abwehrmaßnahmen nachzudenken. Doch egal, was bei Cops and Robbers geschieht, das HPI achtet genau darauf, dass alles nach Recht und Gesetz läuft. Und so finden jegliche Aktionen abgetrennt vom echten Uninetzwerk statt. Auf einem komplett abgekoppelten System. Dass dieses auch durch reale Schlösser gesichert wird, hat wiederum ganz eigene Gründe. Es ist natürlich auch wichtig, dass dieser Server geschützt ist. Denn zum Beispiel letztes Jahr ist es passiert, dass die Angreifer versucht haben, die Festplatten zu klauen. Das wollen wir natürlich verhindern. Dass die gegnerische Seite auch dieses Mal hartnäckig daran arbeitet, auszuspionieren, was sie im Netzwerk der Verteidiger erwartet, zeigt ein kurzer Besuch. Bei dem auch deutlich wird, der Kreativität scheinen keine Grenzen gesetzt. Nämlich ist vor ein paar Tagen eine E-Mail rausgegangen von unserem Betreuer an das Verteidigungsteam mit der Bitte, ihm den aktuellen Netzwerkplan des Verteidigungsteams zurückzuschicken. Wenn man sich das ein bisschen genau anschaut, sieht man, dass das M gar kein M ist, sondern es heißt @unipotsdam.de. Genau, und die Domain unipotsdam.de gehört uns. Und wenn die Verteidiger dann darauf antworten, bekommen wir die Information, nicht unser Tutor. Tatsächlich schöpfen die Angreifer so gut wie alle erlaubten Mittel aus, um Zugang zu Informationen zu bekommen. Vielleicht bildet das HPI-Seminar ja gerade deshalb eine wichtige Lektion zum Thema Sicherheit im Internet. Welches von beiden Teams jedoch letztendlich die Nase vorn hat, das zeigt sich im Finale. Beständig arbeiten sich die Angreifer durch das unbekannte Netzwerk. Doch die Zeit schreitet schnell voran. Und dass sich kurz vor Ende die Verteidiger als Sieger wähnen, das wissen wir ja bereits. Wir sind recht zuversichtlich, dass sie es heute nicht mehr schaffen.
Plötzlich jedoch zeigt sich, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Wir haben herausgefunden, dass die Verteidiger es uns besonders schwer machen wollten. Sie hatten das Block so umgebaut, dass nur mit einem bestimmten Browser es lesbar ist. Das ist in dem Fall Chrome. Aufregung bei den Verteidigern. Denn nun stehen die Angreifer tatsächlich nur wenige Mausklicks vor der Sicherheitslücke. Und damit vor ihrem großen Ziel. Ich hab was. Komm mal. Doch schließlich macht die Zeit den unerwünschten Netzbesuchern dann doch noch einen Strich durch die Rechnung. Aufhören, Szenario ist vorbei. Hier jetzt die Kabel raus. Damit ist die Entscheidung über den Sieg für dieses Mal zwar gefallen. Doch Gewinner sind am Ende alle Teilnehmer von Cops and Robbers. Denn zu verstehen, was Sicherheit im Internet wirklich bedeutet, das ist für den Erfolg von IT-Ingenieuren heute wichtiger denn je.